Hallihallo, moin moin, herzlich willkommen, hier ist Something Cold. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren kleinen Review. Ich habe für euch heute eine kleine Micro-SD-Karte, nämlich die Samsung Micro-SDXC Pro Plus mit 64 GB. Die Karte kommt in einer ansprechenden Verpackung daher und vermittelt sogleich etwas Besonderes zu sein. Aber ob sie das ist und ob sie das auch halten kann, was die Verpackung verspricht, werden wir in diesem Video klären. In der Verpackung befindet sich nur ein Kunststoffträger. In der Mitte ist dann die Micro-SD-Karte inklusive Adapter in einer kleinen Plastikhülle platziert. Eine Gebrauchsanweisung oder sonstige Dokumentationen sucht man hier vergebens. Was ich aber in Anbetracht der einfachen Nutzung einer Micro-SD-Karte nicht als negativ bewerte. Optisch finde ich die Micro-SD-Karte sehr ansprechend, ebenso den beiliegenden Adapter. Allerdings mutet dieser doch irgendwie ein wenig billig an, was jedoch aber dem Nutzen und Funktion keinen Abbruch tut. Der erste Eindruck ist insgesamt also recht gut, aber wie im richtigen Leben wissen wir alle, Aussehen ist nicht alles. Und deshalb werde ich mal die Micro-SD-Karte durch das AES-SSD-Benchmark-Tool schicken und ebenfalls auch mal durch den Crystal Dismark 5. Und dann schauen wir mal, was die Karte so drauf hat. Die Tests werden übrigens auf dem MSI GT72S Dominator Pro G Gaming Boliden durchgeführt, also kein 0815 Gerät. Nach dem Benchmark werden wir dann aber auch noch einen Praxistest machen und einen Ordner mit mehreren Gigabyte Inhalt auf die SD-Karte kopieren und ebenso auch wieder von der SD-Karte auf eine SSD verschieben. Die Samsung Pro Plus Micro SD-Karte werde ich also zuerst mit dem AES-SSD-Tool testen. Bei dem Test werden 3 GB geschrieben und gelesen. Die Messergebnisse kommen zwar nicht an die von Samsung angegebenen Werte heran, aber mit 86,83 MB in der Sekunde Lesegeschwindigkeit und 79,61 MB in der Sekunde Schreibgeschwindigkeit kann man ganz zufrieden sein. Die 4K-Messung habe ich jedoch abgebrochen, denn diese waren mit 0,56 MB in der Sekunde wirklich ja sehr gering und es hätte wahrscheinlich mehrere Stunden gedauert, diesen Schreibtest durchlaufen zu lassen. Bei den Messungen mit Crystal Dismark 5 sieht es etwas anders aus. Hier wurden 80,22 MB in der Sekunde Lesegeschwindigkeit erreicht und es wurden wirklich nur 70,83 MB in der Sekunde Schreibgeschwindigkeit erreicht. Das ist dann doch eher nicht zufriedenstellend, gerade bei den Schreibwerten. Angegeben sind ja 90 MB in der Sekunde, das sind fast 20 MB weniger. Die Lesegeschwindigkeit im 4K-Bereich ist mit 5,8 MB in der Sekunde okay, aber auch hier kommt die Schreibgeschwindigkeit nicht über 0,5 MB hinaus. Auch hier habe ich den Test komplett abgebrochen dann. Aber Freunde, was vielleicht zu erwähnen wäre, ist, dass es auch darauf ankommt, was euer Cardreader zu leisten vermag. Und deshalb habe ich auch noch einen weiteren Test gemacht und zwar auf meinem Desktop-PC. Dieser hat schon über 2 Jahre auf dem Buckel. Aber er besitzt auch einen i7-Prozessor der Haswell-Architektur und hat ebenfalls 24 GB RAM verbaut. Jedoch ist natürlich auch der Cardreader entsprechend alt. Und wie man hier sehen kann, bekomme ich absolut vernichtende Ergebnisse. Und das sowohl bei AES-SSD als auch bei Crystal Dismark 5. Aber das liegt natürlich nicht an der SD-Karte, sondern eben am Cardreader.
Wenn ihr euch also eine schnelle MicroSD-Karte zulegen wollt, dann checkt erstmal, ob euer Cardreader tatsächlich auch in der Lage ist, solche möglichen Geschwindigkeiten zu verarbeiten. Wenn dies nicht der Fall ist und wenn euer Cardreader das nicht schafft und wenn es so aussieht wie bei meinem PC, dann könnt ihr euch das Geld tatsächlich für so eine teure Karte sparen und zu einer normalen SD-Karte greifen. So, und zum Schluss komme ich dann auch noch zu dem angekündigten Praxistest. Das heißt, ich werde nun einen Ordner mit ungefähr 2,5 GB Videodateien auf die Karte kopieren und dann wieder von der Karte auf meine SSD kopieren. Auf meinem Desktop-PC waren die Werte ähnlich wie bei dem Benchmark-Test. Das kann ich ja schon vorwegnehmen, denn das Kopieren der 2,5 GB hat schon relativ lange gedauert. Bei Schreibwerten von rund 17,5 MB in der Sekunde ist das auch nicht verwunderlich. Aber auf meinem Notebook sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Wie man hier feststellen kann, liegt die Geschwindigkeit beim Schreiben auf ähnlichem Niveau wie bei dem Benchmark-Test, beziehungsweise sogar noch einen Tacken schneller. Was mich aber dann doch sehr verwundert hat, waren die extrem schnellen Lesegeschwindigkeiten von über 2,1 GB in der Sekunde, obwohl eigentlich nur 95 MB in der Sekunde angegeben waren. Natürlich habe ich den Test dann nochmal wiederholt. Anmerken möchte ich natürlich auch nur, dass in meinem Notebook unter anderem eine Samsung 850 Evo SSD verbaut ist. Diese habe ich dann auch für den Praxistest genutzt. Das Betriebssystem liegt dann auf einem Hardware RAID von zwei Samsung 950 Pro M2 PCI Express SSD, welche wirklich ordentlich Dampf haben. So, meine Freunde, lohnt sich nun eine schnelle MicroSD oder lohnt sie sich nicht? Die Frage kann ich nur mit einem Jein beantworten, denn wie erwähnt ist es abhängig davon, wie schnell euer Cardreader arbeitet. Hat man USB 3.0 Anschlüsse am PC, dann könnte man sich zum Beispiel ein USB 3.0 Stick für MicroSD-Karten besorgen und damit bekommt man dann auch sehr gute Ergebnisse hin, die dann auch an die Herstellerangaben heranreichen. So, meine Freunde, und was mir nun bleibt, ist noch meine Bewertung. Ich für meinen Teil kann diese Samsung SDXC Pro Plus Micro SD Karte mit guten 4 von 5 Sternen bewerten. Einen Stern möchte ich dann doch abziehen, da die Schreibwerte stellenweise um doch bis zu 20 MB in der Sekunde langsamer waren als die Herstellerangaben. Das ist eine ganze Menge und das ist mir dann doch ein Stern wert. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr es als hilfreich erachtet, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Und natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Das war es nun. Tschüss, bye bye, winke winke, hier war euer Sandwinkel mit einem kleinen Praxistest der Samsung SDXC Pro Plus Micro SD Karte. Tschüssikowski, bye bye, gehabt euch wohl.